Herr Professor Kühn, Sie sind ja so etwas wie der Papst der Lymphknotenforschung in Deutschland oder des Wächterlymphknotens. Was gibt es denn da Neues? Nun, ich denke erstmal, dass wir auf dem Bereich der Lymphknotenchirurgie innerhalb der letzten 10 Jahre wahrscheinlich den größten Wandel überhaupt in der Behandlung des Mammakarzinoms zu verzeichnen haben. Insbesondere wenn wir daran denken, dass wir eine effektive Behandlung verbinden wollen mit einer schonenderen Behandlung. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir über Jahrzehnte hinweg allen Frauen alle Lymphknoten herausoperiert haben. Und wir haben es geschafft, jetzt dort ein zielgerichtetes Verfahren zu schaffen mit der Sentinel-Node-Biopsie, was zielgerichtet ist. Das heißt, den Lymphknoten mit der höchsten Wahrscheinlichkeit für einen metastatischen Befall erfasst, sodass wir die weiteren Lymphknoten bei den Frauen, die einen positiven Lymphknoten haben, die einen negativen Lymphknoten haben, nicht mehr entfernen müssen. Das ist ein großer Fortschritt und der größte Fortschritt sicherlich der, dass diese Technik jetzt in der Fläche eingesetzt werden kann, und zwar bei fast allen Tumoren. Das heißt, mit der Sentinel-Node-Biopsie können wir sicher alle Frauen mit negativen Lymphknoten erfassen. Neue Entwicklungen gibt es auch, ganz besonders natürlich die ganz aktuelle Diskussion, die Frage, ob wir eventuell auch bei Frauen mit einem positiven Wächterlymphknoten auf die axiale Dissektion verzichten können. Also einen befallenen Wächterlymphknoten, oder? Ob wir bei Frauen mit einem befallenen Lymphknoten auch auf die Entfernung der übrigen Lymphknoten verzichten können. Hierzu ist aktuell eine sehr diskutierte Studie aus den Vereinigten Staaten erschienen im vergangenen Jahr, bei der Frauen, die einen befallenen Lymphknoten hatten, keine weitere axiale Dissektion bekommen hatten und wo man durch die Operation keinen Vorteil gesehen hat. Insofern ist die Frage, ob wir bei Frauen mit positiven Sentinel-Lymphknoten weiterhin generell die axiale Dissektion machen müssen, eine Frage, die intensiv diskutiert wird. Ist denn die Beobachtungszeit nicht doch ein bisschen kurz, um da schon sozusagen euphorisch zu sagen, ja, also braucht man nicht zu tun? Also ich glaube, ich gebe Ihnen erstmal völlig recht, dass es sehr problematisch ist, wenn wir eine neue Studie haben, dass wir dann in Euphorie verfallen. Und gerade in Bezug auf diese Studie, die sogenannte Z0011-Studie der American College of Surgical Oncologists, ist es definitiv so, dass diese Studie sehr intensiv diskutiert wird. Nicht so sehr wegen der Frage des Follow-ups, also der Länge der Beobachtung. Mhm. Denn wir haben mit 6,7 Jahren im durchschnittlich dem Follow-up doch eine nicht ganz schlechte Zeit des Nachbeobachtens. Die Problematik liegt eher in der Methode dieser Studie, dass beispielsweise nur die Hälfte der vorgesehenen Patientinnen überhaupt in die Studie eingeschleust worden sind, dass auch innerhalb der Studie eine sehr hohe Selektion betrieben worden ist, dass nur Patientinnen mit sehr, sehr niedrigem Risiko überhaupt aufgenommen worden sind, sodass man sicherlich aus dieser Studie nicht entnehmen kann, dass man generell heute bei Frauen mit befallenem Wächterlymphknoten auf eine axiale Dissektion verzichten kann. Das heißt, dass möglicherweise Frauen, die kein ungünstiges Risiko haben, die einen netten Brustkrebs haben, dass die eventuell überlegen sollten, dieses Experiment zu wagen, während Frauen, die, sagen wir mal, einen doch etwas gefährlicheren Brustkrebs haben, das vielleicht nicht tun sollten? Oder sehe ich das jetzt falsch? Ja, ich denke ganz sicher, dass man hier differenziert vorgehen soll. Und es ist eine große Frage in der Fachwelt, die auch sehr umstritten ist, auch im Rahmen der Leitliniendiskussion, die wir ja im Moment auch führen, wo es sehr intensive und konträre Diskussionen gibt. Die Frage ist eigentlich nicht so sehr, ob wir nicht tatsächlich bei einigen Frauen mit positiven Wächterlymphknoten auf die Axillessektion verzichten können. Da sind wir uns eigentlich alle einig, dass das wahrscheinlich funktioniert. Die Frage ist nur, bei welchen Frauen ist das? Und die nächste Frage ist die, die wir natürlich beantworten müssen, wenn wir eine neue Methode einführen. Was passiert denn, wenn tumorbefallene Lymphknoten in der Axillhülle verbleiben? Ist es so, dass die einfach nichts machen? Oder ist es so, dass sie möglicherweise durch eine andere Therapiemodalität behandelt werden? Und ich denke, wir sollten erklären können, warum positive Lymphknoten nicht in Erscheinung treten.
Eine der Erklärungen ist die, dass alle Patientinnen, die in der Studie behandelt worden sind, eine brusterhaltende Therapie bekommen haben und eine Bestrahlung der Brust bekommen haben. Und es ist bekannt, dass die Bestrahlung der Brust, die Tangentialfeldbestrahlung, auch akzidentell, ohne dies eigentlich zu planen, weite Teile der Achselhöhle mitbestrahlt. Und es ist auch zum großen Teil vom Strahlentherapeuten abhängig, wie er die Bestrahlung einstellt und ob die Axilla am Ende mit im Strahlenfeld drin ist. Wir glauben, dass das der wichtigste Grund ist, warum diese Frauen nicht symptomatisch geworden sind. Und deshalb sind wir auch der Meinung, dass wir sehr, sehr genau untersuchen müssen und eruieren müssen, wie die gesamte Therapie unter Einschluss von Strahlentherapie gestaltet werden müssen und welche Frauen tatsächlich bei welchen Frauen verzichtet werden kann. Aber es wird nicht daran gedacht, eine eigene Bestrahlung der Achselhöhle zu planen. Nein, das wollen wir ja gerade vermeiden, weil wir natürlich wissen, dass diese Bestrahlung wieder neue Folgen haben wird. Deshalb ist es sehr schwierig und ist sehr intensiv diskutiert, sodass wir heute für diese Frage noch keine eindeutige Antwort geben können. Es ist sicherlich aber so, dass wir bei Frauen mit einem sehr niedrigen Risiko, und wir dürfen ja nicht vergessen, dass von den Frauen, die einen positiven Wächterlymphknoten haben, etwa 60% ohnehin keine weiteren Lymphknoten haben. Diesen Frauen würden wir natürlich gerne die Axillardissektion ersparen. Es gibt, wenn ich das noch anschließen darf, noch einen anderen Grund, oder es gibt mehrere Gründe, die wir sehr sorgfältig überlegen müssen. Es gibt beispielsweise die sicherlich Ihnen auch bekannte Studie von Professor Möbus, der im letzten Jahr ja nachweisen konnte, dass gerade bei Frauen, die viele befallene Lymphknoten haben, dass diese Frauen von einer intensivierten und dosisdichten Chemotherapie einen erheblichen Gewinn für das Gesamtüberleben haben. Wenn wir also jetzt bei einem positiven Wächterlymphknoten keine axilläre Dissektion mehr machen, können wir diese Frauen gar nicht mehr identifizieren. Und wir haben auf der anderen Seite keine Möglichkeit, aber diese Frauen zu identifizieren, die nun von dieser intensivierten Chemotherapie profitieren können. Glauben Sie, dass manchmal, ich meine, das ist vielleicht so eine kleine ketzerische Frage, aber dass manchmal so die Lust am Experimentieren in der Onkologie oder Gynäko-Onkologie oder in der Wissenschaft manchmal ja ein bisschen überhand nimmt und von den eigentlichen Interessen der Patientinnen weggeht? Ja, ich würde vielleicht nicht das Experimentieren nennen. Mhm. Ich glaube aber, dass ein erheblicher Druck besteht, dass man immer wieder etwas Neues machen muss und dass dadurch natürlich eine gewisse Verführung vorliegt, dass man attraktiv erscheinende Methoden sehr, sehr schnell in die klinische Praxis überführt, ohne dass das, was wir Evidenz nennen, erfolgt ist, ohne dass diese Methoden ausreichend untersucht worden sind. Und das ist natürlich sehr gefährlich. Natürlich ist es attraktiv, wenn wir den Frauen sagen können, ihr Lymphknoten ist befallen, wir müssen sie nicht weiter operieren. Aber wir müssen natürlich auch diesen Frauen die notwendige Sicherheit geben, dass langfristig sie keinen Schaden nehmen. Und wir haben durchaus Beispiele auch in der Medizin, auch beim Mammakarzinom, wo man eben nach mehreren Jahren und erweiterter Erfahrung sehen musste, dass das, was man anfangs dachte, eigentlich gar nicht zugetroffen ist. Insofern gilt eigentlich die Regel, in der Medizin und der Onkologie ohnehin, dass man sagt, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling, also eine Studie allein ist nicht beweisend. Ich will dabei nicht verschweigen, dass es hinweisende Studien tatsächlich gibt, dass die routinemäßige Axillardissektion durchaus viele Patienten auch übertherapiert, aber es muss ganz klar definiert sein, welche Frauen können ohne Gefahr durch den Verzicht der Axillardissektion profitieren. Es gibt Instrumente, wenn ich das auch bei dieser Gelegenheit sagen darf. Wir versuchen natürlich, die Frauen zu erkennen. Es gibt sogenannte Rechenmodelle oder Nomogramme. Eins davon ist recht bekannt und gut getestet von den Amerikanern, das FANS-SE-Nomogramm. Und hier haben Sie die Möglichkeit, mit einem einfachen Rechenprogramm zu errechnen, anhand von 8 tumorbiologischen und morphologischen Faktoren, können Sie die Wahrscheinlichkeit berechnen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass weitere Lymphknoten befallen ist. Das ist etwas, was wir heute in der Praxis nutzen, in dem Konflikt natürlich, wo wir nicht eindeutig die Patienten identifizieren können, wo die
der Verzicht auf Axillarsektion noch nicht ausreichend validiert ist, aber wo wir doch zumindest Patienten selektieren können, wo wir sagen, diese Frau hat einen ganz, ganz geringe Wahrscheinlichkeit, dass weitere Lymphknoten befallen sind. Mit dieser Frau werden wir diskutieren. Mhm. Aber wir müssen das immer gemeinsam besprechen. Und die Risikobereitschaft der einzelnen Frau geht natürlich immer mit rein. Mhm. Ist das nur bei Ihnen in Ihrer Klinik oder ist das überall, diese Formel? Es ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Weil ich glaube, gerade wenn so eine offene Frage im Raume steht, und das ist die Hauptgefahr, der wir heute ausgesetzt sind, kann mit dieser nicht gelösten Frage natürlich sehr individuell umgegangen werden. Insofern ist das, was ich Ihnen sage, jetzt meine Philosophie, weil ich versuche natürlich meine Verantwortung gegenüber der Patientin in Bezug auf eine Verhinderung eines Rezidivs in Einklang zu bringen mit einer möglichst hohen Lebensqualität. Das mache ich nach meinem Wissen und Gewissen. Manch andere geht sehr viel lockerer um und die große Gefahr ist, dass wir heute Land auf, Land ab in Deutschland hören, man braucht die Achselhöhle bei positiven Lymphknoten nicht mehr zu operieren. Zum Teil wird damit geworben sogar und man stellt sich besonders modern dar. Und das ist eigentlich die Gefahr, weil viele die Onkologie dahinter nicht verstehen. Ja. Sie dürfen ja beispielsweise nicht vergessen, dass wenn beispielsweise eine Frau nicht bestrahlt wird, wenn beispielsweise eine Frau eine Brustamputation bekommt, dann wird sie nicht bestrahlt und dann entfällt der Effekt, von dem wir glauben, dass er eigentlich für die nicht entstandene Rezidive verantwortlich ist. Also man kann den Verzicht auf die Axillarsektion nur mit wirklichem Fachwissen durchführen. Mhm. Und Sie haben recht, es ist eine große Gefahr. Ja. Wird denn inzwischen der Wächterlymphknoten in wirklich flächendeckend in Deutschland gemacht oder also in allen Brustzentren oder gibt es da auch zertifizierte Brustzentren, die das nicht machen? Ja, ich glaube, Sie haben eingangs nach dem Fortschritt gefragt in der Lymphknotenchirurgie. Und ich glaube, der wichtigste Fortschritt ist eigentlich gar nicht so sehr, dass wir jetzt die Tür noch weiter aufmachen und uns überlegen, ob wir vielleicht bei lymphknotenpositiven Frauen nicht mehr operieren müssen. Der ganz große Fortschritt der letzten Jahre ist die Tatsache, dass die Wächterlymphknotenbiopsie sich in der Fläche durchgesetzt hat. Und wir können Fläche? In der Fläche heißt, dass es die Durchführung der Central Node Biopsie quasi ein Muss ist. Bereits in der S3-Leitlinie 2008 ist gesagt worden, für Patientinnen mit klinisch negativer Axilla soll, und das ist der höchste Empfehlungsgrad, Empfehlungsgrad A, soll die Wächterlymphknotenbiopsie angeboten werden. Und da die S3-Leitlinie zwar als Leitlinie keinen Gesetzescharakter hat, aber trotzdem kommt es dem relativ nahe. Also man muss heute schon überlegen, dass eine Frau, die keinen Lymphknotenbefall hat und mehr als 10 Lymphknoten entfernt bekommen hat, die darf hinterfragen, ob das so in Ordnung war, beziehungsweise sie darf dafür eine Begründung einfordern. Darf sie klagen? Man muss den Fall prüfen. Ich würde mich hier jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil das natürlich ein Einzelfall überprüft werden muss. Aber wenn eine Frau mit einem kleinen Mammakarzinom, T1, T2, mit unauffälligen Lymphknoten primär eine Achselhöhlendissektion bekommt, dann kann man auch das durchaus prüfen. Ich möchte dazu sagen, dass die EUSOMA, also die European Society of Mastology, die letztes Jahr haben wir dort gemeinsam interdisziplinär Qualitätsindikatoren erarbeitet. Und ein Indikator, der mir sehr wichtig war, war der, dass wir sagen, wir wollen den Anteil der Frauen, die am Ende einen negativen Lodalstatus haben, der Anteil, der eine Axillarsektion bekommt, muss ganz, ganz klein sein. Und die EUSOMA hat definiert, es dürfen nicht mehr als 10% sein. Und ich würde sagen, in Deutschland kommen wir deutlich runter. Und ich glaube, dieser Prozentsatz muss heute gegen Null gehen. Vielen, vielen lieben Dank für dieses Gespräch und alles, alles Gute für Ihre Arbeit, für die Frauen und ihre Achselhöhle. Vielen Dank, Frau Waldreich-Basch.